Hallo Peter, danke, dass du die Zeit nimmst. Wir quatschen heute ein bisschen über deine Zeit bei uns bei Tech2B. Wir haben eine spannende Reise jetzt schon hinter uns, die, glaube ich, jetzt extrem vielversprechend für dich noch weitergeht. Ja, herzlichen Dank, dass du heute einmal da bist. Danke, dass ich da sein darf und danke, dass ich bis jetzt auch dabei sein habe dürfen. Gleich. Ja, sehr gerne. Ich war bei dir damals nicht dabei, vor ein bisschen mehr wie 2 Jahren, bis du bei uns zum Erstgespräch gekommen bist. Aber ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, wie du dann bei uns aufgetaucht bist, weil auch durch die Gänge von Tech2B fährt jetzt nicht so oft jemand mit einem Skateboard. Das heißt, du bist eigentlich damals schon bei uns aufgefallen und warst dann eigentlich immer ein gern gesehener Gast. Aber wie bist du eigentlich überhaupt zu uns gekommen? Das ist jetzt schon eine Zeit her, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich kann mich nur daran erinnern, wie das ungefähr war. Ich habe damals ja schon Skateboards gebaut und habe dann eine Idee für ein neues Produkt gehabt und habe aber nicht wirklich gewusst, wie man so ein großes Projekt dann wirklich umsetzt, weil bis dahin ist alles selber viel in der Garage der Eltern passiert. Und dann habe ich aber gewusst, das ist jetzt eigentlich ein Entwicklungsprojekt, wo man einfach andere finanzielle Mittel und einen anderen Background dafür braucht. Und dann habe ich einfach, glaube ich, mal ein bisschen gegoogelt, Unterstützung, Startups und bin dann einfach auf euch gekommen und habe da einfach angerufen einmal und dann haben wir so einen Termin ausgemacht. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie das abläuft und bin dann aber sehr froh gewesen, als ich bei euch angekommen bin, weil ich dann nach und nach mehr verstanden habe, wie man sowas aufbauen kann. Ich glaube, die Reise war ja wirklich recht spannend. Also wir haben ja bei den Mentoren durchaus auch sehr, sehr punktgenaue Unterstützung für dich erhalten. Dennoch war es immer wieder ein ziemliches Auf und Ab in der Entwicklung. Mal ist extrem viel weitergegangen und dann war eigentlich öfters einmal auch der Punkt, wo es echt ein bisschen gespießt hat. Wie bist du damit umgegangen? Hat es einmal den Punkt gegeben, wo du gedacht hast, so jetzt hau den Hut drauf, jetzt lass es bleiben. Na, das nicht. Also das hat es noch nie gegeben. Ja, es ist halt bei der Entwicklung macht man einfach einmal leere Kilometer und dann entwickelt man mal. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, wie man was entwickelt, wie man was baut. Und wir sind dann halt einfach mal mehrere Monate in die falsche Richtung gegangen und das gehört halt einfach dazu. Dann weiß man aber auch, dass es so nicht geht. Und dann schaut man sich nach Alternativen um. Natürlich ist der Weg so ein bisschen mühsam. Aber wenn er schon geebnet wäre, dieser Weg, dann gäbe es auch nichts zum Entwickeln. Also ich denke, so bis zu einem gewissen Grad ist das auch normal und das muss man einfach akzeptieren, dass es ein Teil von einer Produktentwicklung ist. Definitiv und wahrscheinlich wärst du viele der Entwicklungsteile, die jetzt ja sehr gut laufen und sehr gut funktionieren, anders gar nicht drauf kommen. Genau, weil erst wenn irgendwie Probleme entstehen, die man mit den normalen Technologien nicht lösen kann, denkt man anderweitig, wie kann man das nur lösen, wie kann man das nur umsetzen? Und dann sind wir eben auf unsere spezielle Technologie gekommen, dass es so auch gehen würde. Und ja, bei dieser sind wir dann hängen geblieben. Ja, sehr gut. Für mich war es in der Betreuung von Cape die Premiere, dass ihr nicht die ganze Zeit da wart. Ihr wart durchaus auch Monate davon in den USA. War zwar vor Corona und vor den Reisebeschränkungen, aber das war auch damals spannend, euch da weiterhin zu betreuen und auch zu schauen, dass man da trotzdem am Ball bleiben kann. Jetzt habt ihr gerade ein großes Investment einfahren können. Auch da einmal nur unsere herzliche Gratulation dazu. Aber was steht jetzt an? Was sind die nächsten Schritte und wie geht der Plan jetzt weiter? Ja, das mit dem Investment ist ja auch durch euch eigentlich entstanden. Also ihr habt uns die Investoren vorgestellt. Beim Investorentreffen haben wir gepitcht und das hat dann eigentlich auch gut passt. Also inhaltlich, aber auch zwischenmenschlich zu den Investoren. Das Know-how und die Einsatzgebiete, wo die davor schon gearbeitet haben mit unseren Einsatzgebieten einfach gut zusammenpasst, vor allem mit dem Gerfried Schuller, Founder von Blue Tomato. Und ja, wie geht es jetzt weiter? Also, wir entwickeln jetzt gerade die Serienproduktion weiter. Also, das Werkzeug ist jetzt für Skateboard fertiggestellt. Das wird jetzt aufgespannt und dann fahren wir die ersten Tests für das serienreife Produkt und dann geht es an das Feintuning, also wie sich das Board dann fährt. Und dann muss man halt mit Materialien herum experimentieren, mit unterschiedlichen Maschineneinstellungen, bis das halt wirklich optimal passt, weil es ist halt einfach so wie bei vielen Punkten, wenn man an der einen Schraube dreht, drehen sich die anderen Schrauben auch alle mit. Und das Grundkonzept haben wir ja schon, wie wir das Skateboard bauen, die Materialien und die Werkzeuge haben wir dazu.
Oder jetzt geht es ums Feintuning und das machen wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Der Sport an sich hat jetzt eine gewisse Wende hin zur Professionalisierung erfahren. Ist er heuer das erste Mal olympisch? Verfolgst du die Spiele? Schaust du das an? Oder ist das zu weit weg vom eigentlichen Skatergefühl? Also ich habe es mitverfolgt, aber einfach nur das, was man so am Rande mitbekommt. Für mich sind die Olympischen Spiele ein weiterer Contest. Natürlich finde ich es gut, dass es jetzt ja, einfach ernster genommen wird, aber jeder, der in der Szene ist, weiß, dass Skateboarden viel mehr ist als nur Sportart. Das ist eine Kultur, wo der sportliche Aspekt ein Teil davon ist. Generell finde ich es aber positiv, dass es bei Olympia dabei ist, weil es auch dabei helfen wird, dass mehr Skateparks auftauchen, dass die Sportart akzeptierter wird und dass die Community wächst. Aber man darf nicht glauben, dass das Skateboarding ist. Skateboarding ist nämlich viel mehr. Ja, also eh das, was du sagst, und eine breitere Ausrollung. Wenn es darum geht, breiter auszurollen am Markt, wie schaut es da bei euch mit dem Team aus? Sucht ihr momentan Spezialisten? Sucht ihr nur jemanden, der euch unterstützt? Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Ja, aktuell suchen wir auf jeden Fall jemanden, der uns im Performance-Marketing unterstützt, der einen gewissen Bezug zur Community hat, im besten Fall auch Skateboarder ist, ein leidenschaftlicher, der Google und Facebook, vor allem Facebook-Ads für uns übernimmt, koordiniert und verbessert. Das ist so der nächste Step. Danach kommen noch CAD-Konstrukteure dazu. Aber jetzt aktuell bräuchte man jemanden, der mit einsteigt als Performance-Marketing-Experte. Okay, ja, vielleicht fühlt sich ja jemand angesprochen da, der sich das heute anschaut. Du hast österreichweit nur einen großen Wettbewerb gewinnen können, und zwar den Startup World Contest. Da warst du der Overall-Gewinner für Österreich und darfst uns dann Ende des Jahres im Silicon Valley vertreten. Du hast da ja ganz schöne Kapazunder in der Szene auch ausgestochen, die, glaube ich, relativ siegessicher waren. Wie steht da in dem Rahmen auch noch was an? Hast du da noch was vor? Ja, da wird es hoffentlich die Reise dazu geben und wird es hoffentlich dort auch Aktivitäten geben, die du nutzen kannst? Ja, das hat uns auch sehr überrascht, also sehr positiv überrascht, weil, wie soll ich sagen, es gibt natürlich sehr viele gute Gründer und Unternehmen und ich respektiere alle sehr und deswegen waren wir auch sehr, sehr ja, glücklich darüber, dass wir da gewonnen haben. Und wir wollen das auch nutzen, weil im Silicon Valley im November wollen wir das auch natürlich nutzen, dass wir da nicht nur zu dem Contest hingehen, zu dem Startup World Cup und pitchen, sondern dass wir Skateboarder dort kennenlernen, dass wir wichtige Industrieleute kennenlernen und unsere Technologie pushen. Und der nächste Step ist jetzt, dass wir mit dem Investment von EQ Venture mal in der Dachregion Fuß fassen, das erste Kundenfeedback bekommen von den ersten paar tausend Boards, die wir verkaufen. Und mit diesem Know-how und mit den verbesserten Produkten nach Amerika, in Silicon Valley oder speziell also ganz Kalifornien abdecken und von dort aus weltweit den Markt dann bearbeiten. Und für das ist das eigentlich eine super Chance, dass das so entstanden ist. Und der Step danach wäre natürlich auch, dass wir jetzt mit dieser Technologie, mit dem Board beweisen, dass wir Leichtbauteile aus recyceltem Meeresplastik herstellen können. Und das ist ja nicht nur eine Innovation im Skateboardbereich, sondern allgemein in der Kunststofftechnik. Und diese Technologie dann aufzurollen oder auszuweiten auf zum Beispiel Strukturbauteile im Automobilbereich oder in der Luftfahrt, das ist auf jeden Fall eine große, große Möglichkeit, die wir dann auch noch verfolgen wollen. Okay, das klingt dann auch, als würde es wirklich nur sehr ereignisreich weitergehen. Ja, wir von Tech2B bleiben nur eine Weile an deiner Seite. Du bist bei uns eingestiegen bei Pre-Scale-Up über Scale-Up und jetzt auch nur im Business to Excellence eine Weile. Freut uns natürlich. Ist für uns auch immer wieder super, wenn wir wo von Beginn an dabei sein können, bis das Ganze wirklich dann erfolgreich skaliert und an den Markt geht. Auf jeden Fall auch da. Vielen Dank, dass du in uns das Vertrauen gesetzt hast und wir haben alle als komplettes Team unser Bestes gegeben, um dich zu begleiten und werden das auch weiterhin auf jeden machen. Fall, das kann ich nur unterstützen und jeder, der sich das Video jetzt anschaut und vielleicht gerade dabei ist, Unternehmen zu gründen oder halt irgendeine Idee hat, geht es einfach zu Tech2B. Es ist so, es hat unser Unternehmen nicht so weit nach vorne gebracht wie die Unterstützung von euch. Und wenn es nicht direkt von euch gekommen ist, dann habt ihr es einfach weitergeleitet zu Personen, die uns weiterhelfen können. Also ich kann zu 100% sagen, dass wir
in diesen 2,5 Jahren, wie wir bei euch waren, niemals so weit gekommen wären, wenn wir das einfach weiter auf eigene Faust versucht hätten. Also das ist wirklich eine große Unterstützung gewesen, die von denen eigentlich jeder, von der jeder wissen sollte, dass es sowas gibt. Weil ich habe das ehrlicherweise davor auch nicht gewusst. Und vielen Dank, das ist das beste Lob, das wir erhalten können. Danke, freut mich persönlich und ich nehme auch alle, die noch mitgearbeitet haben bei dir. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Wir sehen uns Gern. demnächst. Passt.